Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute der vierte Selektionsblock, Tosai Selektionsblock, 18 bis 20 cm. Ne, 16 bis 18 cm. Vielleicht hier in der Quarantäne schon etwas gewachsen. Heute geht es um die Königsklasse, Kohaku. In Japan dreht sich eigentlich alles um Kohaku, ein bisschen noch um Sanke und Showa, aber Kohaku ist einfach der König. Hat, glaube ich, auch mit Abstand die meisten Grand Champion auf der Shinkokai gestellt und dementsprechend viel Aufmerksamkeit kommt dieser Varietät zu. Was ist das Problem vom Kohaku, von jedem Kohaku? Durch seine schlichte Zweifarbigkeit kann er Fehler praktisch gar nicht verstecken. Man kann sich in Showa immer schön reden, da kommt noch schwarz, ja, die Zeichnung wird noch super. Beim Sanke kann man auch noch sagen, hier und da wird noch schwarz kommen oder der Schwarze sogar auch in der Lage, hier oder da den ein oder anderen kleinen Fehler im Rot zu kaschieren. Anders ist es beim Kohaku, der ist zweifarbig, jeder Fehler fällt auf und wenn ein Fehler auffällt, dann sticht er natürlich auch ins Auge. Bei Kohaku, genau wie bei allen anderen, wir schauen uns wieder zunächst die Körperform an. Wenn wir uns dann mal auf die beschränken, wo wir sagen, die haben eine gute Körperform, dann schauen wir uns die Farbqualität an. Es gibt dunkle Kohaku, es gibt helle Kohaku und es gibt vor allem bei den hellen und bei den dunklen welche mit Glanz und ohne Glanz. Für Anfänger sehr schwierig zu sehen, auch manchmal für Fortgeschrittene nicht ganz so einfach. Wann hat eine Farbe Glanz, wann wirkt sie frisch, wie frisch lackiert und wann wirkt sie eher matt und traurig. Aber das braucht ein bisschen Übung und da auch wieder mein Tipp. Am einfachsten sieht man es, wenn man die Fische nebeneinander sieht. Und drum lassen Sie sich auch hier einfach mehrere in die Wanne fangen und dann können Sie im Vergleich sehen, wer ist besser und wer ist vielleicht nicht ganz so gut. Dazu vielleicht eine nette Anekdote. Nach dem letzten Blog, wo ich das auch gesagt habe, habe ich die Kamera ausgeschaltet. Dann sagt der Marc, danke, danke Martin, danke auch. Sag ich, was ist los, was habe ich falsch gemacht? Weißt du eigentlich, sagt er, was bei uns im nächsten Outlet hier los ist, wenn wir 10 Kunden gleichzeitig haben und alle wollen alle Kohaku, Shusui, Goromo, weiß der Teufel, was in der Wanne haben? Sage ich, ruhig, Blut, ich bin dieses Jahr an keinem Outlet da. Mach's mit deiner stoischen Geduld, wie du jeden Tag unsere Anlage pflegst. Nein, ich bin natürlich in den Outlets da. Und gut, klar, das ist ein bisschen mehr Aufwand. Aber wenn Sie entsprechend dann einen Fisch gefunden haben, der sich über die Jahre gut entwickelt und der vor allem toll wächst, dann kommen Sie höchstwahrscheinlich wieder. Und jetzt schauen wir uns kleine Kohaku an. Das ist jetzt wiederum 39,90. Also keine Koi, wo man sagen würde, die sind jetzt unfassbar teuer. Sondern das ist wirklich ein reasonable, ein vernünftiger Preis. Und zunächst, wie gerade gesagt, schauen wir uns ungeachtet der Farbqualität und der Zeichnung nur den Körperbau an. Und da ist wieder genau das, was ich gesagt habe. Hier, der hat die schönste Zeichnung, hat zwar ein bisschen Rot in der Brustflosse, was man auch nicht so gerne sieht, aber die Körperform ist einfach, wenn Sie ihn jetzt mit ihm vergleichen, deutlich, deutlich schlechter. Kopfform, Körperform, Höhe, Breite, Länge. Alles nicht so super. Geht raus. Er hier hat auch eine witzige Zeichnung. Vierfach abgestuft. Aber ihm fehlt es auch an Körperstruktur. Kopf ist ein bisschen spitz. Er ist zwar hoch, aber viel zu schlank. Gleiches gilt für ihn hier. Eine einigermaßen Zeichnung. Gute Kopfzeichnung noch. Aber auch viel Kopf, wenig Körper, geht auch raus. Selbiges waren übrigens diesmal 11, aber das haben Sie wahrscheinlich schon lange gezählt. Auch er hier, zu dünn, zu schlank und so trennen wir uns auch von ihm. Und wenn ich jetzt schaue, die anderen sind einigermaßen gut. Er hier noch, er ist auch noch schlank und darum würde ich sagen, er geht auch noch raus. Dann konzentrieren wir uns auf diese 5. Wenn ich jetzt mal sagen würde, wir schauen uns nur alleine den Farbglanz an, da sind die alle sehr ähnlich. Er hat etwas mehr, das sehen Sie vielleicht, das ist nicht nur, dass er dunkler ist, sondern er hat auch mehr Glanz. Welchen dieser Koi würde ich jetzt aussuchen? Das ist eine gute Frage, die sind alle sehr eng beieinander. Ich finde ihn hier sehr geil, auch wenn er sehr rot ist. Er hat hier oben ein bisschen Himura, wo das Rot nicht so ganz gleichmäßig ist, ist eine helle Stelle. Vielleicht hat er sich gescheuert und es wird wieder dunkel, aber könnte auch so bleiben. Würde mich jetzt nicht unbedingt stören, wenn der gut wächst und wenn es ein Weibchen ist, wird er sogar sehr gut wachsen. Dann wird er Volumen kriegen und dann sieht man hier im seitlichen Bereich
wird noch etwas Weiß dazukommen. Der ist also von der Farbqualität gut, vom Körper sehr gut und von der Zeichnung durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Das Gleiche gilt für ihn hier, auch super Körper. Er hat wahrscheinlich den besten Körper von allen. Sehr schöne Farbqualität. Das dunkle Rot am Kopf zeigt auch, dass das Rot am Körper auch noch dunkler werden wird. Und auch für ihn gilt, wenn er Volumen aufbaut, wird das gut. Er hier, den würde ich ausselektieren. Er hat einen guten Körper, keinen sehr guten. Aber dafür wäre mir dann zu rot in Summe. Da muss dann mehr vom Wachstum kommen. Interessant ist auch er hier. Hat nicht den allerbesten Körper, aber ein sehr gutes Rot und auch eine interessante Zeichnung. Er hier, der hat so Tobihi, heißt das hier. Das sind so Rot in der Größe von ein, zwei Schuppen. Das heißt, übersetzt, davongesprungenes Rot, wie wenn auch wie hier diese Punkte, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, das ist auch Tobihi. Und wie wenn das Rot von der eigentlichen Zeichnung runtergesprungen wäre. Bei den Fünfen hier, wenn Sie sich für die entscheiden würden, dann hätten Sie wirklich zumindest das richtig gemacht, dass Sie im ersten Schritt über die Zeichnung hinweggesehen hätten und sich erstmal rein auf die Körperform konzentriert hätten und die Farbqualität. Die zwei, er und er, das ist so der gleiche Typ Beni, das ist so das kräftig rote Beni, was aber mitunter auch eine stärkere Neigung zu Shimi haben kann. Und die anderen, das ist mehr so das orangefarbene Beni. Das ist nicht ganz so kräftig, orangetöniger, aber auch weniger anfällig für Shimi und in manchen Fällen auch, was Farbverlust ist, weniger anfällig. Also im Becken, wenn die Fische geschwommen wären, wären es wahrscheinlich die gewesen, wo ihnen nicht sofort ins Auge gesprungen wären. Wenn Sie sie jetzt aber im Geschwistervergleich sehen, ich nehme nochmal den einen mit rein, der am Anfang so hübsch war. Das hier kann ich Ihnen sagen, komm jetzt her, du kommst ins Fernsehen, hallo. So, wenn wir ihn hier jetzt dazusetzen, das wäre der gewesen, der im Becken sich am schnellsten verkauft hätte. Den anderen gebe ich wieder die Wachstumsprognose. Wenn sie weiblich sind, können die mitunter auf 80 cm und mehr wachsen, als Männchen so um die 70. Und hier wird egal, welches Geschlecht, wahrscheinlich irgendwo zwischen 60 und 70 cm stehen bleiben, vielleicht auch darunter. Das nur mal so als Anhaltspunkt. Sie müssen am Ende selber für sich entscheiden, was ist Ihnen wichtig. Ist es die Zeichnung, die Farbqualität, die Größe? Ich kann Ihnen sagen, die meisten, die aussuchen, ich habe es jetzt mehrfach erwähnt, suchen nach Zeichnung aus und haben dann die Hoffnung, dass die Koi noch groß werden. Aber das ist halt dann häufig genau bei den Tosai eben nicht der Fall. So, ich habe jetzt den halben Tag geredet. Ich höre jetzt auf für heute. Marc will Feierabend machen. Marc muss noch Wasserwerte machen, was natürlich das Wichtigste ist am ganzen Tag. Und dann werden wir nächste Woche weitermachen. Wir haben noch andere Größen da, andere Qualitäten und werden dann noch mit ein paar anderen Varietäten weitermachen. Ich hoffe, Ihnen gefallen diese Vlogs. Ich finde sie spannend. Ich finde sie nicht zuletzt deshalb spannend, weil wir uns jetzt, wie eingangs erwähnt, an die Käuferschicht richten, die eigentlich die meisten Koi aufkaufen. Und ich muss Ihnen manchmal sagen, wenn ich mir überlege, welche Stückzahlen an Koi wir importieren, wundere ich mich manchmal bei Regenwetter, dass die Koi nicht an der Straße stehen und Stränden angefangen haben, weil irgendwie kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass wir in Deutschland da doch so viele Teiche haben. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie mal wieder rein.